Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar Resident Evil 2. Der erste Tag eines Nachwuchspolizisten, eine Studentin, die nach ihrem verschwundenen Bruder sucht, eine Stadt am Rande eines Komplottes. Der preisgekrönte Horrorklassiker, komplett überbearbeitet. Spiele in der Kampagnen als Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Erkunde eine beeindruckende neue, erschaffene Raccoon City, das von furchterregenden Zombies heimgesucht wird. Ja, Resident Evil 2, das Remake für die PS4, wurde komplett neu bearbeitet, extra für die PlayStation 4. Das kam ja schon mal auf der PlayStation 1 heraus und jetzt dürfen wir uns erneut gruseln und schauen, was uns Umbrella erwartet. Also was Umbrella für uns bereithält. Ich denke mal, wird sich zum Hauptteil nicht viel geändert haben. Also zum PS1-Teil meine ich jetzt. Aber es wird auf jeden Fall wieder sehr spannend und stellt euch auf sehr viele Fail ein. Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Ach nee, echt, oder? Speicherausgabe Deutsch. Sprachausgabe, ups, Anzeige Deutsch, Untertitel, ja. Ausgabegerät, Kopfhörer, alles klar. Bestätigen. So, Helligkeit möchte ich sehr, sehr hell haben. Vielleicht noch ein bisschen niedriger. Aber auf jeden Fall heller, weil es ist YouTube. So, Helligkeit machen wir komplett hell, ja? So. Passen Sie den Wert an, bis das Muster gerade so sichtbar ist. Machen wir auch ein bisschen heller. Vielleicht so. Helligkeit. Passen Sie den Wert an, bis das Bild auf der linken Seite verschwindet. Überprüfen Sie die Einstellung unter maximale Minikal. Aha, okay. Nein. Sie haben ein Spezialkostüm erhalten. Sie können die Kostüme im Kostümmenü wechseln. Das Spezialkostüm Filmlöhr wurde dem Kostümmenü hinzugefügt. Sie können Leons Aufwärmmenü Kostüme ändern. Ein besonderer Filter kann auf dem Bildschirm angewendet werden, wenn Sie dieses Kostüm tragen. Das Spezialkostüm Filmlöhr wurde den Kostümen hinzugefügt. Sie können Claire Outfits im Menü Kostüme ändern. Ein besonderes Filter kann auf dem Bildschirm angewendet werden, wenn Sie dieses Kostüm tragen. Sie können jetzt die Musik und Soundeffekte des Spiels ändern. Wenn Sie die Version des Musikeffektes zu Original ändern, werden die Musik und Soundtrack teilweise mit Versionen aus dem Original ersetzt. Genau, das heißt, man könnte jetzt reindrücken, genau mit dem Original-Soundtrack von der PS1-Version spielen, wenn man das möchte. Das heißt, ich habe eigentlich auch geplant, die A-Kampagne im normalen Soundtrack zu spielen, was wir jetzt für einen Soundtrack haben, und die B-Kampagne in dem alten Original-Soundtrack zu spielen, also im Original, wie da steht. Deluxe-Waffen wurden dem Inventarbox im Spiel hinzugefügt. Yay! So, das sind diese Kostüme. Alternative Kostüme, okay. Die kann ich euch mal kurz zeigen, wenigstens. Genau. Ich glaube, so sahen sie in Resi 2 auf der PS1-Version aus. Und so sehen sie halt jetzt aus. So. Steuerung, Kamera. So.
So, Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisheriges, sehr gewöhnliches Leben ändern wird. So, Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. So, und zwar habe ich euch ja gerade gesagt, es gibt eine A-Kampagne und eine B-Kampagne. Die B-Kampagne wird schwieriger. Man hat auch einen gewissen Gegner hinter sich. Ich will jetzt hier nicht spoilern, sollte keiner Resident Evil 2 kennen. Deswegen würde ich die B-Kampagne mit Claire spielen. Das heißt, ich will die A-Kampagne mit Leon spielen. Ich habe auch schon das Gerücht gehört, dass sie Leon sehr verhunzelt haben. Also soll sich eher wie Barry von Resident Evil 1 verhalten, wenn man Jill Valentine spielt. So quasi. Das ist eine Waffe. Mit ihr kann man auf Monster schießen, so auf die Art. Aber gut, dann ist das halt eben so. Damit kann ich halt leben. Ja, wie gesagt, wir werden deswegen zuerst mit Leon spielen, weil die A-Kampagne gehört nun mal Leon. Man kann es natürlich auch andersrum machen. Ne? Dann, wenn man die B-Kampagne hat, hat man halt eben Leon, der stärker ist. Und mir aushält, aber ich mach's lieber so rum. Macht der Gewohnheit, ne? Hat man damals bei der PS1-Version auch so gemacht. Okay, gut. Aber nun legen wir endlich los. Ich habe schon genug gequatscht und eingestellt und hör mal bloß auf hier. So. So, wählen Sie einen Spielmodus aus. Assistent für Spieler, die eine einfache Steuerung bevorzugen. Zielhilfe, teilweise Outdoor-Erholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer, okay? Standart, die normale Spielmodus. Veteran. Jedes Speichern erfordert ein Farbband. Kein Auto speichern stärkere Gegner. Ja, mit Farbband speichern war schon immer cool, ne? Mit Schreibmaschine. Ich glaube, Schreibmaschine gibt es immer noch, ne? So, der normale Spielmodus werde ich machen. Ich werde es bereuen. Ladevorgang. Nein, mal im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen Oh, gesehen. ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Schlafen. Nein. Nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur?
jemand da? Komisch. Okay, gut. Also es hat erst schon mal sehr interessant angefangen. Irgendjemand ist mit einem Laster losgefahren, wer auch immer das war, und wurde direkt von einem Zombie gefressen. Ja, wir werden hier gerade über die Steuerung aufgeklärt, dass wir uns umschauen sollen, dass wir sprinten können. Und Leon fährt jetzt auch nach Raccoon City und hat keine Ahnung, was ihn erwarten wird. Aber auf jeden Fall war das sehr interessant, dass man direkt im Radio gehört hatte, worum es hier eigentlich schon geht. Ja, er hatte eine tote Leiche gesehen, die tote Leiche wollte ihn fressen und er ist einfach davon gelaufen. Dabei hat er dann die tote Leiche jemanden anderen gefressen und ja, auf jeden Fall sah er aber auch diese animierte Hamburger, das sah echt eklig aus. Ich dachte, was ist der da? Das war wirklich widerlich, ja, das hat mich sehr an Resident Evil 7 erinnert. Aber okay. Alles klar, ich verstehe schon. Hab schon kapiert. Aber das muss jetzt noch ein bisschen vor Raccoon City sein. Nee, wir sind hier bei Raccoon City. Home of Umbrella. Welcome to Raccoon City. Yay! Aber wo ist deine Polizeiausrüstung? Wie siehst du denn aus? Okay. When life has you speeding red, enjoy the wild taste of Dingred greatest. Get wild, no one sail. Aha. Da ist Eis drin. Na, hast du Lust auf Naschen? Anscheinend nicht. Free Air. Warning. Aha, okay. Schau mal, da steht ein Polizeiauto. Na, magst du das mal anschauen? Ist bestimmt interessant. Nein? Na halt nicht. Auf jeden Fall liegt da sehr viel Blut. Magst du vielleicht telefonieren? Auch nicht. Dann halt nicht. Auf jeden Fall werden wir schön nass. So. Da gibt es diese interessanten Hamburger, die wir gerade vorhin gesehen haben. Das sah wirklich sehr eklig aus. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Den Laden untersuchen. Okay, ich höre auch schon sehr bekannte Geräusche wie Zombies. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Okay, da komme ich nicht durch. Also ich bin mir sicher, dass der gebissen wurde. Ja, so sieht's aus. Na, hat's geschmeckt. Also noch sitzt er da und gleich wird uns anfallen. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, zwar nicht näher. Was zum Teufel?
Backup! Ich schieße! Na, stehst du nochmal auf? Offenbar nichts. Matilda, 9mm Polymonpistole mit 12 Schuss. Aufgrund einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich als Standardausrüstung etabliert. Aha. Wonach suchen wir eigentlich? Schlüssel. Aus dem Laden entkommen. Schlüssel, wichtiges Objekt, ein abgenutzter Schlüssel. Okay. Toll. Okay. Wichtige Objekte verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar Benutzen aus. Weiter. Okay, Schlüssel. Benutzen. Raus hier, raus hier, raus hier. Was zum? Nicht schießen. Weiter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Was soll geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt.
an alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Hier ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Das reinste Chaos! Okay. Geht's da durch? Nein, da geht's nicht durch, scheiße. Na, schmeckt's! Dadurch. Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Mein Video ist schon voll. Die Polizeistation. War vielleicht vorhin nicht so klug, eine ganze Munition zu verschießen. Hätte es auch im Laden so machen müssen. Naja. Zu spät ist zu spät. Trophäe erhalten. Die Stadt der Toten. Yay. Umgebung erkunden. Okay. So, das kennen wir jetzt eigentlich schon wieder. Das haben wir in der Demo-Version gespielt. Hallo? Ist irgendjemand hier? Pistolenmunition. Mal 6. Als ob die reichen würde. Tö.
Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. So, jetzt haben wir schon eine Karte. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen, er zeigt auch interessante Details, sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Tja, schon ein bisschen dumm. Deluxe-Waffen wurden hinzugefügt. Okay. So, Samurai Edge Alberts Modell. Genau. Das heißt, ich möchte gerne die noch mitnehmen. Also, Problem ist, ich habe hier nachgeladen, ich Trottel. Da brauchen wir jetzt wieder ein Messer, das wir noch nicht haben. Da brauchen wir auch was, einen besonderen Schlüssel. Brauchen wir da. Da brauchen wir drei Gegenstände. Aber wo kriegt denn Leon seine andere Klamotten her? Ich glaube nicht, weil eigentlich soll er nicht die ganze Zeit so rumrennen. Ja. Leon, könntest du dich noch bitte umziehen? Grünes Kraut. Alles klar. Stadtbroschüre. Willkommen in Recon City. Recon City ist nicht nur das Zuhause des Primärs Umbrella Corporation, sondern auch eine polarisierende, dramatische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Recon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für Buntglasfenstern bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Na, hast du Durst? Nein. Und hier brauchen wir auch wieder einen besonderen Schlüssel. Ja.
Erste-Hilfe-Spray. Oh, geil. Das ist eine Schreibmaschine zum Speichern. Okay, gut. Hier machen wir dann spannend. Was? Im Menüpunkt Kostüme würden hinzugefügt. Über diese Option können Charakter-Outfits geändert werden. Achso. Ja, ich habe doch schon die normalen Outfits. Ja. Herausforderung Freifall. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.